Swiss Jazz wünscht Ihnen einen schönen Abend mit der Sendung Jazz for Dinner. Jazz, Soul und Blues vom Feinsten zum Entspannen und Genießen. Radio Swiss Jazz vous souhaite une belle soirée avec l'émission Jazz for Dinner pour votre détente et votre plaisir. Guten Abend miteinander, herzlich willkommen bei der IHZ, dem Zentralschweizer Wirtschaftsverbund. Ich begrüße Sie auch im Namen der anderen Wirtschaftsorganisationen, insbesondere von der AWG, die den heutigen Abend mit der IHZ zusammen organisiert hat. Es ist für uns ein ganz grosses Jahr, dass Bundesrätin Karin Keller-Sutter bereits wieder in der Zentralschweiz ist. Wir haben sie vor zwei Wochen bereits bei uns besuchen beim Wirtschaftsforum Zentralschweiz, und zwar das im Exil. Wir haben jetzt die C-Seite geändert und haben auch das Thema gewechselt. Es ist mir an dieser Stelle ein persönliches und grosses Anliegen, dass wir das grosse Engagement von der Karin Keller-Sutter zugunsten der Wirtschaft und von uns Unternehmern besonders verdanken. Ich denke, das ist ein grosser Applaus wert. Bei ihrem letzten Besuch war das Thema Verantwortung. Sie hat teilgenommen am Podium zu der Konzernverantwortungsinitiative und auch heute bei der Begrenzungsinitiative, wo wir am 27. September darüber abstimmen, geht es letztlich um das Thema Verantwortung. Es geht um Verantwortung gegenüber unserem Werkplatz. Es geht um Verantwortung gegenüber der Schweizer Wirtschaft, gegenüber den Schweizer Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gegenüber den kommenden Generationen, aber auch gegenüber unserem wichtigsten Handelspartner Europa. Erlauben Sie mir darum, das Fazit einmal vorauszunehmen. Die IHZ lehnt Begrenzungsinitiativen klar ab. Parole hat der 28-köpfige IHZ-Vorstand bereits im Herbst 2019 ohne Gegenstimme gefasst. Warum ist die Nein-Parole vom IHZ-Vorstand so klar und eindeutig gewesen? Die Schweiz ist eine Exportnation und verdient jeden zweiten Franken aus dem Ausland. Das dank Freihandelsabkommen, Investitionsschutzabkommen und bilateralen Verträgen. Die Initiative gefährdet jedoch genau den Erfolg der Exportnation und unseren Wohlstand. Ich bringe fünf Argumente von ganz vielen. Die Auswirkung der Initiative zerstört den bilateralen Weg. Es ist weit und breit keine brauchbare, verlässliche Alternative zu der aktuellen Situation in Sicht. Die Schweiz wird bei einer Annahme der Initiative in einer bereits schwierigen Zeit zusätzlich destabilisiert. Mit einer Annahme der Initiative würden wir im Herz von Europa zusätzlich isoliert. Und mit einer Annahme der Initiative stellen wir den Schweizer Bildungs- und Forschungsplatz infrage. Ich bin mir sicher, die Argumente werden heute noch weiter erläutert. Wir von der Wirtschaft, wir brauchen
sichere Rahmenbedingungen, stabile Regeln, Verlässlichkeit und das besonders in der aktuellen Zeit. Die Begrenzungsinitiative würde aber eher zu Instabilität und Unsicherheit führen, im Aussenverhältnis, im internationalen Handel, aber auch im Binnenmarkt. Nehmen wir also in diesem Bereich unsere Verantwortung wahr und sagen Nein zu dieser Begrenzungsinitiative. Jetzt möchte ich aber nicht länger werden und der Frau Bundesrätin ins Wort geben. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, Frau Nationalrätin, Herr Nationalrat, Herr Ständerat, Herr Regierungsrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich, dass ich wieder hier sein darf, in Luzern, wobei eben das letzte Mal wäre geplant auf dem Pilatus, aber da holen wir dann sicherlich noch bei Gelegenheit nach. Es würde mich auf jeden Fall freuen, den Gucci habe ich ja bereits bekommen. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung und es ist mir eine grosse Freude und eine Ehre, dass ich heute Abend unter Ihnen sein darf, über die Begrenzungsinitiative reden. Wir alle wissen, die Corona-Krise hat die Schweiz hart getroffen. Wir sind weiterhin ja, sehr im Bann von dieser Krise. Wir sind belastet, vor allem auch die Wirtschaft ist sehr belastet von den Auswirkungen von dieser Krise. Die Herausforderungen sind gross, es herrscht auch eine gewisse Unsicherheit. Jetzt in etwa 10 Tagen stimmen wir ab über eine wichtige europapolitische und wirtschaftspolitische Weichenstellung der Schweiz. Wir stimmen ab über die Begrenzungsinitiative und Sie haben es gehört von Ihrem Präsidenten, für die Schweiz ist das eine wichtige Abstimmung. Konkret verlangt die Initiative vom Bundesrat, dass das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU innerhalb von 12 Monaten auf dem Verhandlungsweg außer Kraft zu setzen ist. Und wenn das nicht gelingen sollte, dann muss das Abkommen in noch weiteren 30 Tagen einseitig gekündigt werden. Jetzt ist Personenfreizügigkeit eine der 4 Grundfreiheiten vom EU-Binnenmarkt. Für die EU ist das ein wichtiger Pfeiler, wie für uns beispielsweise Neutralität oder die direkte Demokratie sehr zentral sind. Und darum ist das Freizügigkeitsabkommen mit der sogenannten Guillotine-Klausel an die übrigen 6 Abkommen von der bilateralen Eis gekoppelt. Die Guillotine war sicher kein Wunsch von der Schweiz und ich muss Ihnen sagen, ich bin keine Anhängerin von dieser Guillotine. Es wäre mir lieber, man könnte sie beseitigen. Aber offensichtlich war das damals der Preis für den Abschluss der bilateralen Verträge nach dem Nein zum EWR 1992. Und Sie wissen, die bilateralen Verträge sind ja dann nicht nur vom Bundesrat, sondern vom Parlament und auch vom Volk gut geheissen worden, im Wissen um die Klausel. Wenn man sich jetzt vorstellt, die EU würde mit der Schweiz einvernehmlich den Ausstieg in so einer kurzen Zeit verhandeln, also den Ausstieg aus der Personenfreizügigkeit innerhalb von 12 Monaten, ohne den Rest vom bilateralen Weg aufzugeben, der verkennt die jüngere Geschichte. Die Erfahrungen rund um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative haben das deutlich gezeigt. Damals hat der Bundesrat ein Verhandlungsmandat verabschiedet. Er hat 3 Jahre Zeit gehabt, das Abkommen abzuändern. Verkündigung war damals noch nicht gedreht, sondern von Anpassung, von Abänderung. Und in diesen 3 Jahren damals ist nichts passiert, weil die EU überhaupt nicht eingetreten ist auf Verhandlungen mit der Schweiz. Das ist einfach eine nüchterne Feststellung. Das ist die Realität, so wie sie sich präsentiert. Und als wirtschaftlich vernetztes Land sollte man ein solches Risiko nicht eingehen. Zusammenfassend heisst das, falls Begrenzungsinitiative sollte angenommen werden und die Schweiz müsste das FZA künden, würden alle Verträge der bilateralen Eis nach weiteren 6 Monaten automatisch außer Kraft treten. Das heisst, die EU müsse nicht verhandeln. Oder? Man hat immer so den Eindruck, ja, da kann man dem verhandeln. Wenn wir künden und die Initiative verpflichtet, den Bundesrat zu dem einseitigen Schritt, wenn wir künden müssen, dann treten die Abkommen automatisch außer Kraft.
Es würde also nicht nur Personenfreizügigkeit wegfallen, sondern der bewährte bilaterale Weg als Ganzes wäre infrage gestellt und die stabilen Beziehungen zur wichtigsten Handelspartnerin der Schweiz, denke auch von der Zentralschweiz, wäre infrage gestellt. Das Resultat da wäre sicher eine jahrelange Verunsicherung. Ich sage nicht, es gibt nachher keine Lösung, es gibt immer eine Lösung. Die Frage ist einfach, ist sie besser oder schlechter, als das, was man hat. Aber man hätte sicher jahrelang Rechtsunsicherheit. Und angesichts von diesen gravierenden Konsequenzen lohnt es sich, einen kurzen Blick auf den bilateralen Weg zu werfen. Die Schweiz hat sich weder für einen EU-Beitritt noch für den EWR entschieden, sondern eben für die bilateralen Verträge, und zwar eigenständig. Am Anfang 1972 hat die Schweiz das Freihandelsabkommen abgeschlossen mit der EU. Dann im Zug von der Ablehnung vom EWR-Beitritt am 6. Dezember 1992 ist es dann zu 7-jährigen Verhandlungen gekommen und schließlich zum Abschluss von den beiden Vertragspaketen. Zuerst waren ja die bilateralen 1, später in den Nullerjahren dann die bilateralen 2. Es ist der Schweiz also gelungen, Abkommen mit der EU abzuschliessen, die speziell auf uns zugeschnitten sind und wo wir unsere Interessen weit umfassender wahren können, als das beispielsweise mit einem Freihandelsvertrag der Fall wäre. Mit dem bilateralen Weg hat die Schweiz im Verhältnis zur EU die bestmögliche Lösung gefunden. Wir sind wirtschaftlich vernetzt, politisch aber trotzdem so frei wie möglich. Das war mir persönlich immer wichtig, dass man wirtschaftlich sich kann verständigen, dass wir aber politisch so souverän, so frei wie möglich bleiben. Ein hindernisfreier Zugang zum EU-Binnenmarkt in vielen Bereichen, speziell zugeschnitten auf die Schweiz, das sind die Bilateralen. Das ist also der eigenständige, selbstgewählte Weg von unserem Land. Und noch eine Bemerkung: Mit einem Wegfall von der Personenfreizügigkeit riskiert man auch einen Verlust von der Schengen-Kooperation. Schengen ist rechtlich nicht gekoppelt an die bilateralen Eis, aber politisch, weil Schengen braucht als Voraussetzung Personenfreizügigkeit. Und wenn man da würde verlieren oder da eine Unsicherheit hätte, wäre das nicht nur schlecht für unsere Sicherheit, sondern es hätte auch schwerwiegende Folgen für den Tourismus. Denn Gäste aus anderen Kontinenten, die nach Europa reisen, bräuchten dann für die Schweiz ein zusätzliches Visum. Der Tourismusstandort Schweiz würde damit an Attraktivität verlieren. Vom bilateralen Weg mit der EU profitiert die Schweizer Wirtschaft und damit auch die Menschen in unserem Land. Unsere Volkswirtschaft, insbesondere der Industriesektor, ist stark international orientiert. Darum sind die Schweizer Unternehmen auch in Zukunft auf einen weitgehend hindernisfreien Zugang zum europäischen Binnenmarkt angewiesen. Ich rede hier nicht nur von grossen Unternehmungen, sondern insbesondere von KMU. KMU sind das Rückgrat von unserer Wirtschaft. Und gerade sie wären bei einem Ja zur Begrenzungsinitiative stark betroffen, negativ betroffen. Denn 2/3 der KMU in der Schweiz sind international tätig und jedes dritte KMU erwirtschaftet mehr als 50% vom Umsatz mit Export ins Ausland. Das zeigt sich übrigens auch bei den Arbeitskräften. 3 von 4 Personen in der Schweiz arbeiten in einem Unternehmen, das im internationalen Handel irgendwie eine Rolle spielt. Gern sage ich noch eine weitere Zahl. Der gesamte wirtschaftliche Austausch zwischen der Schweiz und der EU beträgt pro Arbeitstag, also jeden Tag, 1 Milliarde Euro. Man muss jetzt kein Experte sein, um zu verstehen, dass stabile und geregelte Beziehungen absolut entscheidend sind, damit das auch so bleibt. Die Initiative will ja Zuwanderung begrenzen, nur sie sagt nicht wie. Und die Initianten sagen selber, dass die Wirtschaft weiterhin die nötigen Arbeitskräfte rekrutieren können. Die Arbeitszuwanderung in die Schweiz war aber schon immer konjunkturabhängig. Daran würde auch eine Annahme der Initiative nichts ändern. Wir müssen uns darum fragen, ob wir das Risiko von einer Kündigung der Personenfreizügigkeit und damit den Wegfall der bilateralen Eis in Kauf nehmen wollen, um einer Initiative entgegenzukommen, die mutmaßlich ihr Ziel nicht erreicht. Ich möchte aber klar betonen, der Bundesrat will nur so viel Zuwanderung wie nötig und der Bundesrat hat Personenfreizügigkeit seit ihrer Einführung immer sozial flankiert, also ab 2002.
Damit die Löhne und die Arbeitsbedingungen in der Schweiz nicht unter Druck geraten, sind die flankierenden Massnahmen eingeführt worden, mit denen die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz kontrolliert werden. Damit soll Lohndumping verhindert werden und es soll sichergestellt werden, dass unser einheimisches Gewerbe gleich lange Spiesse hat. Die flankierenden Massnahmen werden darum gerade auch vom heimischen Gewerbe stark verteidigt. Ich habe es erwähnt, die Schweiz braucht auch in Zukunft ausländische Arbeitskräfte. Das ist nicht bestritten, ist auch nicht von den Initianten bestritten. Es gibt Branchen in der Schweiz, die Spezialisten suchen und die nicht finden in der Schweiz. Dann gibt es auch Branchen oder Bereiche, wo es praktisch unmöglich ist oder schwierig ist, Schweizerinnen und Schweizer zu rekrutieren. Das gilt zum Beispiel für die Landwirtschaft, das gilt aber auch für das Gastgewerbe. Und auch das Gesundheitswesen ist auf ausländisches Personal angewiesen. Gerade während der Corona-Krise sind wir ja sehr dankbar gewesen, dass wir auf Grenzgängerinnen und Grenzgänger zählen konnten. In der Romandie waren das 20'000, die im Bassin-Lémanique und in Basel in den Spitälern gearbeitet haben. Im Tessin waren das 4'000 Personen, die jeden Tag in den Spitälern arbeiten konnten. Nun, der Bundesrat setzt alles daran, dass auch inländische Arbeitskräfte konkurrenzfähig bleiben. Wir haben darum zahlreiche Massnahmen ergriffen, so will der Bundesrat zum Beispiel ältere Arbeitskräfte fördern, sie sollen auf dem Arbeitsmarkt bleiben oder so schnell wie möglich wieder den Weg zurückfinden, wenn sie ihre Stelle sollten verlieren. Eine Stellenmeldepflicht erhöht die Chancen von Stellensuchenden in der Schweiz und für ausgesteuerte Arbeitslose über 60 hat das Parlament eine Überbrückungsleistung beschlossen. Wir dürfen das nicht vergessen, und auf diesem Hintergrund sind die Massnahmen auch zu sehen. Gar nicht nur um Begrenzungsinitiativen. Es ist so, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Der Anteil der Personen im Pensionsalter steigt. Die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre, also die Babyboomer-Generation, geht bald in Pension. Und insgesamt erreichen in den nächsten 10 Jahren etwa 1 Million Menschen das Rentenalter. Oder anders gesagt, in den kommenden Jahren gehen etwa 250'000 Leute mehr in Rente als neu in den Arbeitsmarkt eintreten. 1 Million gehen, etwa 500'000 vielleicht treten neu ein. Also dann gibt es einfach ein Delta, wo man auch wird müssen können schliessen, auch mit ausländischen Fachkräften. Die sind einfach nötig auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Und Konkurrenz wird auch unter den europäischen Staaten diesbezüglich sehr gross sein. Deutschland hat ja darum auch noch so ein Fachkräftegesetz geschaffen. Nun, meine Damen und Herren, der Bundesrat ist überzeugt, die Initiative löst kein einziges Problem. Stürzt die Schweiz aber in zusätzliche Schwierigkeiten. Die Zuwanderung zum Arbeitsmarkt ist konjunkturabhängig. Eine Kündigung der Personenfreizügigkeit ist darum ein Wagnis für unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze. Dazu kommt, ich habe es am Anfang gesagt, die Schweiz ist auch durch die Corona-Krise hart getroffen worden. Das spüren Sie besonders auch schmerzlich hier in der Stadt Luzern und auch in der Region mit den fehlenden Gästen aus dem Ausland. Der Bundesrat setzt alles daran, dass sich die Wirtschaft so rasch wie möglich wieder erholen kann. Und es ist im Moment wirklich ein schlechter Moment zum Experiment machen und die guten Beziehungen mit unserer wichtigsten Handelspartnerin aufs Spiel zu setzen. Der bilaterale Weg ist ein wichtiger Pfeiler von unserer Wettbewerbsfähigkeit und der praktisch hindernisfreie Zugang zum Binnenmarkt der EU ist ein Trumpf, den wir gerade jetzt nicht aus der Hand geben sollten. Der Wohlstand in der Schweiz ist nicht ausschließlich, sicher nicht ausschließlich, aber auch auf den bilateralen Weg mit der EU zurückzuführen. Um rasch wieder in die ausgezeichnete Situation zurückzukommen, in der sich die Schweizer Volkswirtschaft vor der Corona-Krise befunden hat, brauchen unsere Unternehmungen stabile Beziehungen mit der EU. Sie brauchen Rechtssicherheit und sie brauchen wirtschaftliche Perspektiven. Das ist gerade in diesen Zeiten eine wichtige Voraussetzung für unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze. Begrenzungsinitiativen gefährden beides. Aus diesem Grund lehnen Bundesrat und Parlament die Initiative klar ab. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die Diskussion. Merci. Ja, Frau Bundesrätin, bevor wir hier in die Diskussionsrunde steigen, darf ich Ihnen auch noch
zwei, drei Fragen stellen. Ich möchte etwas anknüpfen, was Sie gesagt haben. Wir sind im Moment auch belastet von der Krise. Das führt zu Unsicherheit. Unsicherheit gibt es aber auch in Bezug auf das Wachstum von der Schweiz, nämlich das Bevölkerungswachstum. Wir haben in den letzten 12, 13 Jahren etwa 1 Million mehr an Bevölkerung. Das ist viel, das ist schnell, das schlägt ja kein Geiss weg. Ist es denn nicht richtig, dass man das auch via Personenfreizügigkeit versuchen, stärker zu kontrollieren? Ja, so gut. Das Wachstum von 1 Million Personen hat es gegeben, aber das sind natürlich nicht alle Leute aus der Personenfreizügigkeit. Da muss man klar sehen, es sind etwa 600'000, die zugewandert sind in dieser Zeit. Die Zuwanderung hat sich aber seit 2013 halbiert. Wir reden jetzt von 32'000 Personen. Und ich komme nochmal darauf zurück. Oder die Initianten, da werden wir sicher nachher hören, von der Frau Nationalrätin, Herr Nationalrat, sagen ja nicht, die Schweiz brauche keine ausländische Arbeitskräfte und brauche keine Zuwanderung. Das heisst also, wenn man Arbeitskräfte im Ausland rekrutiert, ob jetzt die von Asien kommen oder von Europa, also mir ist persönlich Europa lieber, wo kulturell vielleicht näher ist, spielt da in Bezug auf das Wachstum der Bevölkerung keine Rolle. Da muss man sich einfach nichts vormachen. Die Zuwanderung ist konjunkturabhängig. Ich bin in einem Gewerbebetrieb aufgewachsen, habe Kontingente erlebt. Ich habe Zeiten erlebt, wo man sehr viel Zuwanderung hatte in der Schweiz. Es hat Jahre gegeben, noch vor dem Kontingent, auch, wo man mehr Zuwanderung hatte als heute. Also zwischen 60 und 74 etwa 105'000 Ausländer plus noch 205'000 Saisonier pro Jahr. Die haben ja auch nehmen müssen sein. Und da muss man einfach sich bewusst sein. Erreicht man dann tatsächlich eine maßgebliche Reduktion der Zuwanderung? Und wenn man nicht sicher ist, dann muss man sich überlegen, will man die Freizügigkeit künden und damit den bilateralen Weg fördern. Oder einen gewissen Preis zahlt man natürlich, wenn man als Volkswirtschaft erfolgreich ist. Dann braucht es auch Ausländer zum Arbeiten in der Schweiz. Aber Tatsache ist auch, ein Grossteil von denen, die aufgrund der Personenfreizügigkeit in die Schweiz kommen, arbeiten, also beziehungsweise von denen ist nur ein kleiner Teil wirklich die Arbeitskräfte, ein Grossteil ist der Familiennachzug. Nein, das stimmt eben genau nicht. Das ist so bei den Drittausländern. Die Erwerbsquote der EU-Bürger ist höher als die Erwerbsquote der Schweizer. Weil sehr viele natürlich qualifiziert sind, zum Teil sind sie auch Doppelverdiener. Aber was ich anspreche, das stimmt natürlich, oder? Wir haben jetzt immer noch um die 20'000 oder so Drittausländer. Das ist Familiennachzug und das sind übrigens Konsequenzen, Nachwehen, damals auch von der alten Kontingenzpolitik, von der alten Ausländerpolitik, weil da hat man rechtlich den Anspruch darauf, Familien nachzuziehen. Das sind Leute aus den ehemaligen Balkanstaaten, aus der Türkei vornehmlich, die da kommen. Und dort ist natürlich dann die Erwerbsquote nicht gross. Ich werde noch auf einen anderen Punkt zu reden kommen, als zweite Frage. Sie haben von der bestmöglichen Lösung geredet, wo wir jetzt drin sind, in diesem Paket drin. In dieser bestmöglichen Lösung, Personenfreizügigkeit, ist auch drin, dass zum Beispiel ein junger EU-Bürger hier rein kommt arbeiten für weniger Geld als ein älterer, teurerer Schweizer Arbeitnehmer. Wie erklärt Sie das dem, wenn sein Job wegen dem verloren geht? Also für das gibt es wirklich kein Hinweis. Was man sagen kann, ist, dass bei den höheren Löhnen, die höheren Löhne sind nicht gestiegen. Die unteren Löhne in den untersten Kategorien haben eher eine positive Entwicklung gemacht. Das sagen sogar die Gewerkschaft und da braucht etwas, oder dass sie auch mal zufrieden sind mit der Lohnentwicklung. Ich glaube, das kann man sagen. Und die Verdrängung wirklich auf dem Arbeitsmarkt, die kann man nicht feststellen. Was man kann sagen kann, ist, dass es in den Grenzregionen, ich komme selber aus einer Grenzregion, sicher ein bisschen mehr Druck gegeben hat. Aber nicht eine systematische Verdrängung, sondern es ist wirklich auch eine Ergänzung auf dem Arbeitsmarkt. Weil einer, der hier wohnt, der hier ist, jeden Tag, der will ja nicht mehr verdienen, weniger verdienen als ein Schweizer Arbeitskollege, der vielleicht die gleiche Arbeit macht. Okay, besten Dank. Wir möchten das erste Mal auf ins Publikum. Hat jemand gerade eine Frage an die Frau Bundesrätin? Sie kommt dann allenfalls am Schluss noch in der zweiten Publikumsrunde noch eins dazu, wenn Bedarf da ist. Wird jemand gerade traut, etwas einzubrechen? Es sind zwei Mikrofone hier oben im Saal. Ja, grüezi wohl. Mein Name ist Lucian Schneider. Ich bin Vizepräsident von der Jungen SVP vom Kanton Luzern. Und ich habe schnell kurz eine Frage an Sie. Und zwar haben Sie am 22. August in einem Interview mit der NZZ gesagt,
Es ist nicht so, dass einer herkommen kann, nur kurz eine Stelle hat und dann Sozialhilfe beziehen kann. Jetzt habe ich gelesen, gemäß Aargauer Verwaltungsgericht, dass es so ist, wenn ein EU-Bürger in die Schweiz kommt, braucht er mindestens einen 12-Stunden-Arbeitsvertrag. Die Aufenthaltsbewilligung kann an den Arbeitsvertrag geknüpft werden. Gleichzeitig kann die Abhängigkeit von Sozialhilfe nicht zum Entzug der Aufenthaltsbewilligung führen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt es denn dazu, dass wir im Moment 6 von 10 Sozialhilfebezüger haben, die ehemalige Ausländer sind, die eingewandert sind? Also ich gebe gerne eine Antwort. Es ist in der Tat so, wer bis ein Jahr in der Schweiz hat, hat Anspruch auf keine Sozialhilfe. Wer länger arbeitet in der Schweiz als ein Jahr und arbeitslos wird, hat auch während einer gewissen Zeit Anspruch auf Sozialhilfe. Aber das ist jetzt wieder eine Frage der Migrationsbehörde in den Kantonen. Man kann die Aufenthaltsbewilligung auflösen, wenn jemand massive Sozialhilfeabhängigkeit hat. Ich kenne jetzt den Fall nicht, den Sie vom Verwaltungsgericht im Kanton Aargau da zitieren. Da kommt immer auf die Einzelumstände an. Ich habe 12 Jahre Rekursentscheid unterschrieben. Also 100 ausländerrechtliche Entscheide jedes Jahr. Und wir haben sehr viel auch EU-Bürger das Aufenthaltsrecht entzogen. Es ist auch niemand gezwungen, ich habe auch schon, wenn ich das da ausführe, gelesen, ja, kommen jede 5 Jahre Aufenthalt über. Das ist überhaupt nicht so. Das Migrationsamt im Kanton gibt mal ein Jahr. Und man kann jederzeit auch wieder rufen. Man kann übrigens auch verpflichten, zum mehr zu arbeiten als einfach 12 Stunden. Das sind alles Möglichkeiten, aber da muss man dahinter sein, im Vollzug. Und bei der Sozialhilfeabhängigkeit gibt es natürlich auch ein Delta zwischen den EU-EFTA-Bürgern und sogenannten Drittausländern. Gut, wir haben gerne noch eine Frage mit, wenn noch jemand sich meldet. Hier in der dritten Reihe, vierten Reihe. Frau Bundesrätin, ich habe eine Frage zum Umgang. Können Sie sich vielleicht schnell vorstellen? Ja, ich weiß, wer Sie sind. Ich bin parteiloser Grossstadtrat in Luzern. Ich habe eine Frage zum Umgang mit Zahlen. Und zwar, es war eine Selbstbestimmungsinitiative, wo Ihre Vorgängerin, Frau Sommaruga, gesagt hat, dass die Quote der kassierten Entscheide der Europäische Menschenrechtsgerichtshof 1,5% sei. Das war nachweisbar falsch. Es sind überprüfbar ungefähr 38,5% von den Fällen, die zugelassen worden sind. Das ist das eine. Und Sie sagen jetzt auch wieder, die Zuwanderung seit 2013 hat sich halbiert. Wenn ich die Zahlen 2014 und 2019 anschaue, dann sehe ich, dass 2019 die Bruttozuwanderung deutlich, also um einige Tausend Zuwanderer höher war als 2014. Ich weiss, zwischen Netto und Brutto muss man unterscheiden. Oder? Die Zahlen könnte ich Ihnen sagen. Gleichzeitig haben Sie vorhin gesagt, es seien 20'000 ungefähr über Familiennachzug zu rechnen. Aber schauen Sie die Statistik an, es sind 41'000 im 2019. Also ich komme zurück auf die Frage, warum den Sie Ihre Vorgänger wie auch im Abstimmungsbüchli mit echt verifizierbaren Zahlen so salopp umgehen? Also ich kann Ihnen nichts sagen zu den Zahlen bei der Selbstbestimmungsinitiative. Ich war da nicht dabei gewesen. Aber die Zahlen werden erhoben vom Staatssekretariat für Migration. Und 2019 war Nettozuwanderung aus der EU 32'000 gewesen. Da können Sie nachschauen. Das ist auch publiziert auf dem Internet. Das ist so. Und wenn ich gesagt habe, hat sich halbiert seit 2013, die Zahlen sind viel höher gewesen. Es war konjunkturabhängig. Es sind auch mehr Leute zum Teil gegangen. Oder? Wenn man von Netto reden, muss man ja auch immer sagen, wer ist rausgegangen aus der Schweiz. Im 2013 waren es 68'000, das ist der Peak. Genau, da war es hoch gewesen und jetzt sind wir bei 32'000. Also das ist die Halbierung, die ich gesagt habe. Okay, wir machen hier glaube ich, einen ersten Strichpunkt. Besten Dank, Frau Bundesrätin. Dann tun wir jetzt die beiden Tischli hier absetzen, die Kontrahenten dafür bitten, für die Podiumsdiskussion. Ich darf Ihnen die Runde kurz vorstellen, von innen aus gesehen, von links nach rechts, das ist keine politische Aussage. Links aussen der Peter Keller, Sie merken, dass da etwas politisch nicht stimmen würde.
Nationalrat SVP aus dem Kanton Nidwalden. Neben ihm auch natürlich Befürworterin von der Initiative, Monika Rüger, Nationalrätin SVP vom Kanton Obwalden. Und vertreten auf der Gegenseite die beiden Herren, der Ralf Müller, CEO von der Schurter Holding AG in Luzern, und der Hans Wicki, Ständerat FDP vom Kanton Nidwalden. Sie beide da, das sind Mitglieder vom IHZ-Vorstand. Und das ist, glaube ich, Zufall, aber die vier da, das ist eine reine Unterwaldner-Truppe. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ich will Sie erst einsteigen. Ja, stimmt. Ich will Sie erst einsteigen, ich will Ihnen ein Wort geben. Wir haben eine Bundesrätin gehört, die gegen die Initiative geredet hat, die Position vertreten hat. Sie hat auch von der Corona-Krise geredet. Wir stecken mittendrin in dieser Wirtschaftskrise. Die wird uns auch noch lange beschäftigen. Arbeitslosigkeit, fehlende Steuereinnahmen bei der öffentlichen Kasse. Und jetzt kommt es mittendrin eine Initiative, wo vor allem die Wirtschaft sagt, unglaublich risikobehaftet. Ist das Risiko, das Ihre Partei mit dieser Initiative fährt, nicht noch einmal unglaublich viel stärker geworden jetzt in dieser Krise? Guten Abend miteinander. Es ist ja so, die Corona-Krise wird uns sehr stark treffen. Hoffen wir, dass wir sie gleich irgendwie können schnell durchhaben können. Aber auch vor der Corona-Krise, wir müssen auch die Zahlen nehmen, ist einfach so, dass die Arbeitslosigkeit vor allem auch von den Ausländern doppelt so hoch war als bei den Schweizern, heute noch so. Und wenn man immer hört von den Fachkräftemangel, die bräuchten wir da. Wenn wir die Zahlen ganz genau anschauen, haben wir natürlich eine Einwanderung in Branchen, wo wir selber schon eine hohe Arbeitslosigkeit haben, also vor der Corona-Krise hatten. Also wenn ich gerade den Tourismus anschaue, wo rund 7% Arbeitslosigkeit haben, so viel wie ungefähr die Einwanderer auch, und, oder Hilfskräfte. Also dort, wo wir Leute bräuchten, also ob es im Gesundheitswesen ist, ob bei der Landwirtschaft ist zum Beispiel gekommen, dort haben wir eine tiefe Arbeitslosigkeit. Und das haben wir schon immer gehabt, vor der Personenfreizügigkeit, dass wir können in die Schweiz einwandern können. Das hat nichts geändert seitdem. Das Problem ist nur, dass wir einfach die Masse, wir haben wahnsinnig viele Leute, die hier reinkommen und die wir irgendwie beschäftigen sollten. Und vor allem mit dieser Krise wird das ganz schwierig, jetzt schon, wo wir eigentlich viele Ausländer auch schon in den Sozialwerken haben. Peter Keller, Frau Rüger hat von den Arbeitskräften im niedrigen Lohnsektor. Aber ist es nicht auch eine Tatsache, dass wir ohne die EU-Bürger, die hier reinkommen, arbeiten, viele Branchen gar nicht alle Stellen könnten besetzen, ohne die Arbeitskräfte, die aus dem Ausland kommen? Das bestreitet niemand. Das hat ja auch Frau Bundesrätin netterweise erwähnt, dass die Initianten nicht sagen, dass es keine Arbeitskräfte braucht aus dem EU-Raum oder generell aus dem Ausland. Die Frage ist natürlich, wer es kommt und wie viele es kommen und in welche Branchen es kommen. Frau Kollegin Nationalrätin Rüger hat es gesagt, wir haben in gewissen Branchen bereits eine hohe Arbeitslosigkeit, Gastgewerbe, und es kommen trotzdem Tausende von Leuten rein, wenn wir 10'000, 20'000 Arbeitslose im Gastgewerbe und holen nochmal so viel rein. Und wenn wir den Zahlen anschauen, was die Hochqualifizierten betrifft, dann staune ich schon. Also wenn wir jetzt das Bevölkerungswachstum haben seit 2007 von 1 Million Personen, nicht nur aus dem EU-Raum insgesamt, und gleichzeitig immer noch über einen Fachkräftemangel jammert, dann ist das eigentlich der Beweis genug, dass wir offensichtlich eine Zuwanderung haben, die das Bedürfnis nicht abdeckt. Also der Fachkräftemangel. Da frage ich mich schon, wenn wir 2 Millionen kommen, dass wir den Fachkräftemangel beheben können. Und wenn man wirklich die Verteilung anschaut, auch von diesen Berufen und die Hochqualifizierten als Beispiel nimmt, dann ist es jeder Achte, der tatsächlich hochqualifiziert ist. Also es läuft etwas schief mit der Zuwanderung, und die Initiative will das korrigieren. Mhm. In den Aussagen aber auch, das sind sehr unterschiedliche Positionen. Denn. Es gibt Ökonomen, die sagen, gut, es gibt für jede Studie gibt es wahrscheinlich auch eine Gegenstudie, aber es sind die hochqualifizierten Einwanderer, es gäbe es mehr seit den 90er Jahren insgesamt als die niedrig qualifizierten. Also profitiert die Schweiz von dem, dass man eben die Fachkräfte
finde, die man da nicht alle findet? Das eine ist die Berufsbezeichnung, die einer hat, oder der Abschluss, den einer hat, und das andere ist, wo arbeitet er. Es kann ein Doktor, Soziologe, kann ins Taxi sitzen, ist ein Hochqualifizierter, was den Abschluss betrifft. Der Job ist nicht unbedingt das, was man als hochqualifiziert betrachtet. Also da muss man differenzieren. Aber es ist so, dass es eine gewisse Verbesserung gegeben hat von der Zuwanderung, zumindest was, was die Ausbildungen betrifft. Aber es schlägt kein Geiss weg. Wir haben 1 Million mehr seit 2007, also seit der totalen Freizügigkeit. 1 Million mehr und haben trotzdem immer noch den Fachkräftemangel. Mhm. Also, das ist ein Steilpass für Ralf Müller, den Praktiker. Jetzt, wenn wir von Ihnen hören, Herr Müller, der Fachkräftemangel, als CEO von der Schurter Holding AG, was heisst das in der Praxis? Finden Sie, dank der Personenfreizügigkeit, können Sie alle Stellen besetzen oder finden Sie genug Leute auch im Binnenmarkt? Also wir können sie sicher besser besetzen. Und, wir sind natürlich auch froh, dass wir so einen einfachen Zugang haben, dass wir den Kanal einfach nutzen können. Ich kann euch ein paar Zahlen geben. Wir haben in Luzern 354 Beschäftigte. 19,5% von diesen Beschäftigten haben einen Migrationshintergrund. Weitere 22,8% haben keinen Schweizer Pass. Und wir bezeichnen uns als KMU, wo 85% exportieren, 56% im EU-Raum. Also da sieht man schon, wir sind total auf das angewiesen, dass wir von dieser Quelle ziehen können. Wir haben auch laufend qualifizierte Leute, die wir suchen, die wir brauchen. Ich kann euch aber auch ein anderes Beispiel geben. In Mendrisio beschäftigen wir 107 Mitarbeitende. Von diesen 107 sind 82 Grenzgänger. Und es ist nicht nur das Problem der hochqualifizierten Leute, es ist generell ein Problem, auch nach Region zum Beispiel. Es ist schlichtweg so, dass wir die Leute in Mendrisio nicht finden. Also wir sind froh, können wir davon profitieren und haben die Grenzgänger. Und das hilft uns eigentlich auch so über die Runde. Und für mich ist eigentlich schon klar, es ist ein System, das funktioniert. Und warum muss man das System abbrechen, das reibungslos funktioniert? Und wir haben vorher auch ein System, das funktioniert mit dem Kontingent. Und die Befürworter von der Initiative sagen, man kann zu diesem System zurückkehren. Ja, das ist natürlich nicht so eine dynamische Sache, wie das jetzige System ist. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Bedarf habe, dann kann ich den Bedarf decken, oder? Und ich muss nicht irgendwie auf Kontingente warten, die Ende Jahr erst wieder frisch gegeben werden. Mhm. Hans Wicki, der Ralf Müller hat von einem dynamischen System. Wir haben auch gehört, das ist, die Begrenzungsinitiative ist extrem risikobehaftet, für die Wirtschaft schädlich. Ist das ein politischer Unfall, dass wir über das abstimmen? Weil man die Masseneinwanderungsinitiativen einfach nicht so umgesetzt hat, wie sie aufgesetzt war und wie eigentlich die Bevölkerung dazu Ja gesagt hat? Nein, ein Unfall ist das ganz bestimmt nicht, oder? Aber ich denke, es ist auch jetzt wieder, die Initiative suggeriert, über etwas zu diskutieren, wo wir gar nicht diskutieren. Wir diskutieren über eine Begrenzungsinitiative, die eigentlich über den EU-Raum grundsätzlich eine Sanktionen durchgreifen. Aber die Meinung war vermutlich, dass man eben genau nicht die treffen, sondern die, die uns alle zusammennervt. Oder? Und auch wenn da mit ihren Argumenten von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfesachen, das trifft zu grossen Teilen, betrifft das eben nicht die EU-Bürger, sondern es betrifft eben die anderen. Aber genau die anderen treffen wir nicht, wenn wir an der Begrenzungsinitiative Ja sagen. Oder? Das ist das grosse Problem. Oder? Wenn vorher von Arbeitslosigkeit hoch geredet worden ist, dann frage ich mich einfach, ja, wo ist die höhere Arbeitslosigkeit in den letzten 10 Jahren? Also wir sind ja grundsätzlich ein Musterknabe, wenn nicht weltweit, so doch sicherlich auf Europa-Ebene, was die Arbeitslosigkeit hat. Obwohl wir 600'000, was wir vorher gehört haben von der Frau Bundesrätin, 600'000 Leute aus der EU haben müssen holen, damit wir können unsere Dienstleistungen erbringen können. Und da sage ich einfach, ja gut, anscheinend sind wir erfolgreicher, wenn wir selber fähig unser Wachstum können zu generieren. Oder? Und ich habe das auch als Unternehmer
bei einer Firma im Raum Walters erlebt. Oder? Ich habe das noch erlebt, wo man noch Schranken gehabt und mit Kontingenten müssen arbeiten. Und wenn ich auf Deutschland das Produkt exportieren wollte, musste ich in Deutschland selber noch einen Antrag stellen und das Qualitätssiegel holen und was weiß ich. Oder? Heute ist das ganz anders. Heute hast du mit einer Zertifizierung hast du einen 90-fachen Markt. Oder? Das ist 700 und irgendwelche Millionen hat Europa. Und wir haben knapp 8,7 Millionen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Oder? Oftmals hat der Schweizer gemerkt, ich habe viel den grösseren Markt und wir haben gute Produkte. Und das hat unseren Erfolg garantiert. Aber wenn ich exportieren und auch erfolgreich agieren kann, muss ich Leute haben. Und anscheinend haben wir zu wenig selber produziert. Und darum haben wir sehr viel müssen holen. Aber das war in der Vergangenheit schon, oder? Also ich habe das noch erlebt, als ich auf die Schule gegangen bin, da haben wir die Italiener, die zu uns reingekommen sind, oder? Das war bei uns im Dorf innen auch ein Gespräch. Ja, die sind heute voll integriert und die sind relativ. Das ist immer noch die grösste Gruppe in der Schweiz. Ja, aber das ist okay, oder? Also, aber es sind noch nicht alle Schweizer, oder? Obwohl sie zweite Generation zum Teil so sind. Und darum sage ich, für mich war das kein Unfall gewesen, sondern man wollte etwas bekämpfen, aber man tut es nicht adressieren. Und man soll es mal adressieren, und dann, aber das Richtige adressieren. Aber der grosse Feindbild ist natürlich Europa und darum tun wir es falsch adressieren. Adressieren, sagt Hans Wicki. Wir haben ein System, das funktioniert, ein relativ unkomplizierter, relativ unbürokratischer Austausch mit der EU. Der Markt funktioniert, der Handel floriert. Wir sind sehr exportabhängig in der Schweiz. Warum das System in Frage stellen und das Risiko nehmen? Ich verstehe, dass das die aus der Wirtschaft sagen, für sie ist das stimmig. Ich verstehe, dass man sagt, der Fachkräftemangel oder meine Fachkräfte hole ich jetzt dort aus einem halben Milliarden EU-Markt. Das verstehe ich tatsächlich. Aber wir reden hier von 20%, wenn es ganz hoch kommt, wo wirkliche Berufe kommen, die sie brauchen, wo die Wirtschaft braucht. Jetzt reden wir mal von den anderen 80%. Und ich glaube, die 80% oder die Masse von denen, die wir hier reden, das ist einfach für die Bevölkerung nicht mehr stimmig. Also wenn ich sehe, unsere Generation hat es geschafft, unsere Generation, seit 1960, dass wir die Bevölkerung aufs dreifache Händler explodieren in der Schweiz. Um das ist auch unsere Landschaft zurückgegangen, die Grünflächen sind zurückgegangen, es hat viel mehr Gebäude gebraucht, Strassen gebraucht. Ich glaube, das ist die grosse Frage, was vertreibt eigentlich die kleine Schweiz? Wir haben die Grenzen nicht weitermachen können, aber es ist enger geworden. Und das Stimmige, das für die Wirtschaft keiben praktisch ist, weil sie können immer junge Leute reinholen aus dem riesigen Arbeitsmarkt, können sie wieder oben rauslassen. Wir haben es vorher gehört, es ist eine Tatsache, es muss heute einer in die Schweiz kommen, wenn er im EU-Markt gearbeitet hat, vorher anderthalb Jahre, dann kann er nach 12 Stunden fertig, Arbeitsvertrag von 12 Stunden, und dann kann er eigentlich von der Sozialwerk leben. Da in der Schweiz. Sagen, jetzt ist die Frage, ist das richtig? Für die Wirtschaft, das ist auch für jeden einzelnen Bürger, für jede Bürgerin praktisch, wir haben durch das auch Wohlstand. Ist das nicht im Vorgestellt? Nein, mit so viel mehr Leuten hat der Bürger selber nicht mehr Wohlstand. Sagen, für die Wirtschaft war es kein praktisch gewesen. Man hätte einfach uns wählen, man hätte eigentlich keine Verantwortung gross müssen übernehmen. Ja, man hätte immer frische Leute können holen. Aber am Schluss haben wir seit 1960 eine dreifache Explosion von unserer Bevölkerung. Und das merken wir täglich auf den Strassen, Gebäuden. Wir verlieren unseren Charakter von unseren Landschaften, von unseren Dörfern. Jetzt ist einfach die Frage da, wie viel vertragen wir jetzt noch? Oder wieso können wir nicht das selber regulieren, dass wir die Leute reinholen, die wir wirklich bräuchten, die die Wirtschaft bräuchte, die wir schon vorher gemacht haben, hat immer funktioniert. Und jetzt kann man das einfach nicht mehr selber steuern. Mhm. Hans Wicki, ich merke, es hat sich ein bisschen gejuckt, jetzt da zwei, drei Mal, wo Frau Rüegger referiert hat. Sie hat es nicht explizit gesagt, aber Befürworter von der Initiative reden ja immer von dieser 10 Millionen Schweiz, die sie nicht haben wollen. Und die Gefahr droht und die kommt schneller, als wir denken. Also das Wachstum ist schnell gegangen in den letzten 10, 12 Jahren und das kann zu Ängsten und Verunsicherung führen.
Also wir haben es vorher gehört, oder? Wir könnten da den ganzen Abend über Statistiken reden. Oder? Und ich habe mal zwei Semester Statistik gehabt, oder? Ich weiß nicht, wer sonst auch. Oder? Ich habe das nicht so wahnsinnig gerne gehabt. Aber ich musste es machen, damit ich weitergekommen bin. Oder? Aber eigentlich ist das, wir können uns jetzt den ganzen Abend Zahlen hin und her den Kopf rühren, aber das ist der falsche Weg. Weil ich könnte Ihnen schon auch sagen, dass das nicht stimmt. Oder? Und Frau Bundesrätin hat es vorhin auch gesagt, wir haben in den 1965 hat man schon von einer 8 Millionen Schweiz prognostiziert. Oder? Und zwar 2000 hat man gesagt, sind wir schon 8,5 Millionen. Oder? Und man hat auch es ist auch unscharf falsch gewesen. Ja, wir werden wachsen. Das ist korrekt. Wir sind auf eine Art natürlich auch angewiesen darauf, dass wir können wachsen können. Weil unser Wirtschaftssystem ist davon ausgerichtet, dass unsere Mitarbeitenden jedes Jahr erwarten, dass ihre gute Leistung ein bisschen höher honoriert wird. Das ist so. Obwohl wir praktisch keine Teuerung haben in den letzten Jahren. Oder? Und wenn du das machen willst, als Unternehmer machen, dann musst du fähig sein, das zu finanzieren, und das kannst du mit mehr Umsatz finanzieren. Das ist klar. Aber ich wollte noch etwas anderes sagen, was mir vorher ein bisschen schräg reingekommen ist. Immer nur von jungen Leuten reden, oder? Mhm. Also, könnt ihr den Ralf Müller fragen, oder? Der kann das noch besser sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, da holt man bei weitem nicht nur junge Leute, sondern da holst du erfahrene, hochqualifizierte 45-, 50-Jährige. Die suchst du eigentlich, weil die Jungen, die suchen mir, haben sie früher an der Uni gesucht, oder? Und sind an die Uni gegangen. Das war eine gute Challenge für die Unternehmer, aber selbstverständlich auch eine gute Chance für die Studenten, nach dem Studium gerade etwas zu haben. Aber eigentlich suchst du den hochqualifizierten, breit vernetzte Fachspezialist, und der ist 45 bis 50, sage ich jetzt eins. Und das ist jetzt nicht mehr der Junge, man muss nicht suggerieren, wir holen immer den Jungen, oder? Und da zahlst du übrigens ordentlich, das ist dann nicht der günstige, oder? Also da musst du dann schauen, dass du mit den eigenen Schweizer wieder kein Problem bekommst. Und darum, ich will es auch nicht nur auf ein Wirtschaftsproblem. Unsere Gesellschaft erwartet... Also Sie sagen eigentlich auch, wir haben ein Bildungsproblem. Wenn wir ja, logisch. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir aber auf Politik, oder? Dann muss man aber nicht jedes Jahr wieder die Budget oben abstrahlen im Parlament. Aber wir dürfen nicht. Ich sage, der letzte Franken immer in Bildung investieren. Und wenn es auch der letzte Zusatzfranken ist, müssen wir eigentlich immer in Bildung investieren. Aber da muss ich jetzt sagen, da haben wir ja grosse Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Es ist ja das Budget eigentlich erhöht worden. Man hätte es noch ein bisschen mehr wollen, oder? Und dann hat man es wieder oben runtergenommen. Mhm. Aber es ist immer gewachsen in der Vergangenheit. Aber es hat gleich nicht gelangt. Mit der Keller, da müssen Sie wahrscheinlich mit dem Hans Wecki sehr einig sein. Die Bildung ist auch eines von Ihren Steckenpferden politisch, oder? Ja, die Schweiz hat eines der teuersten Bildungssysteme. Aber scheinbar nicht eines der besten, wenn ich es so übersetze. Kaufkraft bereinigt, also nicht jetzt... wegen der Löhne, die Kaufkraft bereinigt, aber leider, oder, es ist, oder zum Glück ist es so, also Geld allein macht noch nicht intelligent. Und das ist einmal die eine Feststellung. Und die andere ist, dass man vielleicht auch zu wenig den Mut hat, Prioritäten zu setzen bei den Bildungsausgaben oder auch mal nach Effizienz zu schauen. Also der Konsens momentan in der Bildungspolitik ist, einfach möglichst viel Geld abzuholen und möglichst viel Geld in diesen einzelnen Bereichen auszugeben. Und Bildung ist tatsächlich ein Indikator, der uns zu denken geben muss. Also wenn man PISA-Ergebnis anschaut, das ist natürlich nicht nur eine Folge der Personenfreizügigkeit, das wär jetzt der Falsche sozusagen, aber es wird akzentuiert. Wenn man PISA-Ergebnisse anschaut von der Schweiz, dann sehen wir eigentlich in allen drei Bereichen, Rechnen, Naturwissenschaften, Lesekompetenz, sehen wir rückläufige Ergebnisse. Bei der Lesekompetenz ist es so weit, dass wir die Schweiz unter den OECD-Durchschnitt gefallen sind, also von den wirtschaftlich starken Nationen. Im Klartext heisst das, dass jeder vierte Schulabgänger in der Schweiz nicht fähig ist, einen Text zu verstehen, inhaltlich. Oder? Das ist irgendwo eine Kapitulation oder eine Feststellung von unserem Bildungssystem, wo man so viel Geld hineingeben, wo man auch sieht, dass dort natürlich etwas schief geht. Das hat auch damit zu tun, dass man natürlich eine Zuwanderung hat, dass in gewissen Schulen, in gewissen Quartieren eine Mehrheit der Kinder daheim eine andere Sprache redet. Das macht ihnen keinen Vorwurf, das ist einfach eine Tatsache. Und dann geht es halt auch wieder darum, wir reden von Masslosigkeit, es geht einfach darum, dass wir eine Zuwanderung haben, die irgendwo noch verträglich ist, die auch verkraftbar ist, die man kann integrieren kann. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Und
Ich gebe dir absolut recht. Das ist nicht nur mit Nachteil verbunden, die Personenfreizügigkeit. Das ist völlig klar. Wenn wir den Bogen wieder machen, oder? Wenn man sagt, Migration, Einwanderer, das ist einer von euren grossen Kritikpunkten. Das sind auch Sozialsystem-Einwanderer, weil wir so ein gutes, so ein sicheres Sozialsystem haben. Tatsache ist aber auch, dass gerade AHV, IV von die Migranten profitieren, die zahlen 25% ein, aber beziehen selber nur knapp 16% der Leistungen. Das ist wiederum etwas, das in unserem eh schon ein bisschen angeschlagenen System, AV, IV, ja eigentlich zu gut kommt. Also dort müssten wir auch ein Interesse haben, dass es so bleibt, wie es ist. Und nicht, dass man dort noch vorsätzlich an den Schrauben dreht. Ist aber logisch, oder? Ich meine, die Rentenansprüche, die werden erst noch eingelöst. Also jetzt die Zuwanderung, die jetzt stattgefunden hat, vor allem in den letzten Jahren, wo es so hoch war, das sind natürlich Leute, die, wenn sie anfangen zu arbeiten, haben, sind es die Leute, die in den Arbeitsmarkt gekommen sind. Irgendwann sind die auch 65 und haben Anspruch auf eine Rente. Also das System ist natürlich letztlich ein unseriöses Schneeballsystem. Die Hoffnung, dass man die Zuwanderung noch mehr aufdrehen, dass man das weiter aufrechterhalten kann. Also wir müssen so oder so schauen, dass wir die Altersvorsorge können, finanzieren können. Aber mit einer unkontrollierten Zuwanderung und vor allem eben eine Zuwanderung, die nicht wirklich in hochqualifizierte Bereiche hineingeht, die haben wir, dann lösen wir das Rentenproblem nicht. Weil alle die nicht in den Arbeitsmarkt einwandern, das sind rund die Hälfte, die haben dann gleich auch irgendwann die Rentenansprüche. Also die Rechnung wird nicht aufgehen in Zukunft. Ralf Müller, wie schauen Sie das als Unternehmer an? Die ganzen Sozialleistungen, Abgaben, wir haben sicher ein teures System, auch gerade für Arbeitgeber. Personenfreizügigkeit, Vor- und Nachteile davon? Also für mich ist eigentlich klar, Bildung hört nicht nach einer PISA-Studie auf. Also die einen fangen vielleicht ein bisschen schwächer an, holen nachher auf, die anderen starten vielleicht gut und sacken nachher ab. Also von dem her würde ich jetzt nach wie vor sagen, es gibt zwei Sachen und ich habe das Privileg, ich darf in der Welt umeinander reisen und ich muss immer wieder sagen, Bildung und Infrastruktur, das sind die zwei Sachen, die wir uns leisten können, auch wenn es teuer ist. Und auf das müssen wir auch zukünftig setzen. Dann möchte ich auch noch etwas sagen, ich unterstütze das absolut. Also wenn wir von Fachleuten reden, Kapazitäten, dann reden wir von Leuten, die Erfahrung haben, die auch einen Leistungsausweis haben. Und auf das zielen wir ab. Und von dem her gesehen sind wir auch froh, wenn wir auf diese zugreifen können. Aber es ist nicht nur das, sondern wir brauchen die Anfänge querbeet, die Leute. Wenn wir aus der eigenen Reihe die Lehrlinge nicht mehr besetzen können, wenn wir zu wenig Leute haben. Und das ist vielleicht auch, wenn es schon um Zahlen geht, die ganze Demografie spielt natürlich da auch eine Rolle. Also, ich meine, wir müssen ja auch irgendwie schauen, dass die Leute zu uns kommen, die arbeitsfähig und arbeitswillig sind. Und ich sehe es mehr aus dieser Sicht und habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht gleich noch zum Stichwort Sozialleistungen, soziale Effekte bei der Migration, wenn die Arbeitskräfte zu uns kommen. Der Milton Friedman, der ist auch immer wieder zitiert worden, jetzt in dieser Vorabstimmungsphase, hat einmal gesagt, Nobelpreisträger Ökonomie, ein gut ausgebauter Sozialstaat ist mit einer Personenfreizügigkeit unvereinbar. Er meint damit, es gibt einen Sogeffekt bei der Einwanderung durch gute Sozialleistungen. Und die Schweiz ist bekannt dafür, dass sie gute Sozialleistungen hat. Beispielsweise oder, bei der Arbeitslosenkasse, da beziehen EU-Ausländer laut Statistik mehr, als sie reinzahlen. Bräuchte es so etwas auch noch wie zusätzliche Steuerungsinstrumente? Ein Ökonom hier von der Uni Luzern, Christoph Schaltegger, hat einmal von Zutrittspreisen, Nutzungsgebühren geredet, einem Heimatortprinzip. Bräuchten wir dort noch andere Instrumente auf dieser Klaviatur? Also zuerst müssen wir mal einfach uns bewusst sein, seit der Personenfreizügigkeitseinführung haben wir die ungefähr stabile Sozialhilfequote. Das ist einfach mal festzustellen. Oder? Das kann man auch in der Statistik nachschauen, das habe ich nicht erfunden. Oder? Und ich sage jetzt mal, man hat irgendwo 2,2% Schweizer, 2,9% Europäer und etwa ungefähr 6% ist die Totale. Oder? Aber sie ist stabil geblieben. Das heisst also, es ist nicht unbedingt eine Gefahr gewesen, dass da irgendjemand sich gut bereichern würde. Aber es ist natürlich
unschön für einen Schweizer, wenn er sieht, dass ein Ausländer, der jetzt einfach reingekommen ist, dass er auch Geld überkommt. Oder? Das ist ja immer das grosse Problem. Und das reden wir aber wieder nicht von den Europäern, sondern da reden wir wieder von den anderen, wo wir nämlich gar nicht, wo wir mit dieser Initiative nicht tangieren. Und das Problem, ich habe das als Regierungsrat müssen feststellen, oder? Du hast natürlich auch, die Gesetzgebung hat sich in der Schweiz auch verändert. Du darfst gar nicht unterscheiden zwischen A und zwischen B, wo eine Sozialhilfe braucht. Und ob das ein Schweizer oder ein Ausländer ist, ist eben das gleiche Problem. Ja, wenn Sie die an einen Schweizer sagen, er käme kein Geld mehr über, oder? Dann sagen wir, nein, wir müssen doch grosszügig sein. Das ist dann auch ein Teil des Wohlstands, der sich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren halt entwickelt hat. Wo man gesagt hat, nein, das ist korrekt, das soll der Schweizer überkommen. Aber heute darf man auch keinen Unterschied mehr zwischen Ausländern und Schweizer machen. Und das führt dann halt dazu, dass es irgendwelche Ressentiments gibt, selbstverständlich. Das kann ich nachvollziehen. Und schlussendlich, wenn ich so eine Gesetzesänderung machen möchte, müssen Sie einfach 101 Ständerat haben und 101 Nationalrat und 23 Ständerat haben. Und bringen Sie mir die zuerst, oder? Und wenn es dann noch eine Volksabstimmung gibt, müssen sie dann das Volk gewinnen. Weil das Volk beschneidet sich ja dann selber auch. Weil was ich dem Ausländer wegnehme, muss ich dem Schweizer auch wegnehmen. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, dass unser Wohlstand uns noch so kämpferisch gemacht hat. Oder? Gut, bevor wir ins Publikum gehen, möchte ich von der Befürworterseite noch etwas hören zum Stichwort Kündigung. Kündigungsklausel, sage ich jetzt einmal, die Sie in der Initiative, im Initiativtext eingebaut haben. Oder? Sie wollen vom Bundesrat, dass er Verhandlungen mit der EU aufnimmt und die Personenfreizügigkeit in ein anderes System dann überführt, im Sinn von der Initiative. Und wenn das nicht gelingt, dann soll Kündigung erfolgen. Und die Frist für das Ganze, für die Verhandlungen, ist 12 Monate. Haben die da einfach viel zu hoch oder eben zu tief pokert beim Setzen von dieser Frist? Ist das das, was letztlich ist scharf in der Kritik, oder? Unrealistisch, viel zu kurz, kann man gar nicht umsetzen in dieser Zeit. Die EU hat null Interesse, das in der nützlichen Frist überhaupt zu exerzieren. Was können Sie zu diesem Thema sagen? Also ich möchte einfach auf den bilateralen Weg mal nochmal auf das zu sprechen. Vorher hat Frau Bundesrätin gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, der bilaterale Weg, habe uns eigenständig, also möchten wir gerne eigenständig machen und möglichst frei. Das unterstütze ich. Aber weder die EU will einen bilateralen Weg mit uns gehen. Die wollen ein Rahmenabkommen. Und seit heute, im Nationalrat, die Abstimmung, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Darum müssen wir eigentlich die Kündigungsinitiative respektive Ja sagen am 27. Wenn ein Parlament darüber abstimmt, Legislaturplanung, wo klar Konsolidierung und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs und der Wahrung der politischen Eigenständigkeit und nachhaltigen Entwicklung abgelehnt wird, dann muss ich sagen, das Parlament, die Mehrheit, will keine bilateralen Verträge. Dann müssen wir einfach einmal klar Wein einschenken am Volk und sagen, jetzt bis zum 27. sagen wir, das ist das schönste, beste, der Königsweg, der bilaterale Weg. Aber man will das gar nicht. Gut, dann kommt auch noch eine Volksabstimmung, Stichwort Rahmenabkommen. Aber die Frage ist, die 12 Monate, die wir Zeit geben für die Verhandlungen. Wir haben seit dem 16. hätten wir Zeit gehabt. Seit dem 16. hat das Volk gesagt, wir haben zu viele Leute drin. Mit der Masseneinwanderungsinitiative, mit der Annahme von der Masseneinwanderungsinitiative, hat eigentlich das Volk einen klaren Auftrag gegeben im Parlament. Man hat sich geweigert, das umzusetzen. Man hat 4 Jahre Zeit, sich Gedanken zu machen und zu sagen, wie machen wir das? Es ist ein Unmut da in der Bevölkerung. Wir müssen etwas machen. Wir müssen irgendwann auch die Leute abholen und denen helfen bei dem Unmut. Und man hat es einfach auf der Seite gelassen. Man hat irgendetwas gemauschelt in dem Parlament, wo irgendwie Inländervorrang hätte sollen heissen. Heute weiss man, es ist ein riesen Bürokratietiger geworden, nützt überhaupt nichts. Und jetzt stehen wir 4 Jahre später da mit nichts. Gut, vielleicht, ja. Peter Kell, können Sie noch etwas zu dieser Frist sagen? Das ist jetzt so ein bisschen das Drumherum von der Frau. Nein, ist hervorragend. Ich habe die ganze angetan, wie du das zusammengefasst hast. Es ist
wie du gesagt hast. Und Frau Bundesrätin hat tatsächlich ihrem, ich habe das auch unabhängig von dir, die Notiz gemacht. Der Königsweg ist die wirtschaftliche Vernetzung. Nicht nur mit der EU, natürlich mit der ganzen Welt, bei gleichzeitiger politischer Unabhängigkeit. Wir stellen ja jetzt schon hier fest mit der bilateralen Eins, dass das offenbar eine schöne Etikette ist, aber nicht Tatsache ist. Und die Agenda geht natürlich weiter. Und ich unterstelle Ihnen, glaube ich, nicht, Frau Bundesrätin, dass es auch Ihre Agenda ist, dass man zu einem Rahmenabkommen kommt. Und dann müssen wir da nicht mehr über solche Fragen diskutieren, sondern dann geht es darum, dass sich die Schweiz im europäischen Recht unterordnet und in der europäischen Gerichtsbarkeit. Hat auch wieder Vorteile, ich will das gar nicht abstreiten, so wie auch die Personenfreizügigkeit oder die bilateralen Eins natürlich für gewisse Bereiche oder für gewisse Leute einen Vorteil hat. Aber die Frage ist, wollen wir das? Ist das die Schweiz, die wir wollen? Ist das die erfolgreiche Schweiz? Ist das die Grundlage von unserem Erfolg, wo jetzt auch die Wirtschaft für sich reklamiert? Manchmal denkt, das ist nur, es liegt nur an ihr, aber vielleicht hat es eben auch mit dem politischen System zu tun, von der Souveränität, von der Selbstbestimmung, auch von der direkten Demokratie und von der föderalistischen Strukturen. Und mir gefährdet eigentlich das politische Fundament, wo das Erfolgsmodell eben auch auf der wirtschaftlichen Seite ermöglicht hat. Gut, besten Dank. Wir machen auf in die Runde für Publikumsfragen. Können Sie vielleicht bitte kurz Hand auf, wenn Sie etwas fragen wollen, und sagen, wer Sie sind und an wer Sie die Frage richten. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Philipp Otto und ich bin selbstständig. Ich gilt eigentlich in den Partien für eine restriktive Migrationspolitik. Ich bin selbstständig in der Versicherungsbranche, tue aber eigentlich generell Begrenzungsinitiativen ablehnen, weil ich in unserer Branche sehe, dass wir wirklich viele aus dem europäischen Wirtschaftsraum fördern können. Wir sollten vor allem nachhaltiger werden. Wir sollten vor allem auch die Unterstützung schenken können. Und man kann auch gegenseitig auch einen Profit schenken. Fraglich ist für mich auch gleichzeitig, wieso tut man dann zum Beispiel so Propaganda führen mit diesen Memes, wenn es ja wirklich auf Sachlichkeit beruht. Weil wenn es wirklich auf Sachlichkeit beruht, bräuchte es ja eigentlich gar nicht wirklich die Memes, die negativen Memes, wie zum Beispiel mit langen Nasen oder irgendwie so in die Richtung. Also die Frage geht an Befürworter der Initiative. Propaganda, also, die geführt wird, ist in der Kritik. Ich möchte vor allem ihn gleich noch für ein Ja überzeugen, weil Zuwanderung in die Schweiz haben wir immer gehabt, auch vor der Personenfreizügigkeit ist das nie ein Problem gewesen. In allen Branchen haben die Leute reinkommen, dort vor allem, wo wir sie auch gebraucht haben. Haben wir die wirklich gebraucht, so ist auch das Land gross geworden. Die Wirtschaft ist so auch gewachsen, hat aber stagniert seit der Personenfreizügigkeit. Also an dem fehlt es ganz sicher nicht. Und ich will schon auch noch eine Stadt betonen, wir in der Schweiz, wir sind ja sehr ein ausländerfreundliches Land. Wir sind die zweithöchste Ausländerquote haben wir in ganz Europa. Und wir haben doppelt so viele Ausländer, also die Ausländerquote, wie unsere Nachbarstaaten, wie Deutschland. Frankreich hat auch gerade ein Drittel als wir. Also ich glaube, wir sind da sehr gewohnt, mit Ausländern umzugehen, sie auch zu integrieren. Ich glaube, da sind wir ein Musterbeispiel. Also an dem hat es nie gefehlt. Wir haben immer Leute reingelassen. Wir haben immer, kann man glaube ich sagen, sehr gut zu diesen Leuten auch geschaut, haben die sehr gut integriert. Die Frage ist jetzt da einfach, wie viel vertreibt das Land? Gut. Eine weitere Frage. Geht nebenan, meldet sich jemand. Von allem Thomas, Vizepräsident Jungfreisinnige Luzern. Ich würde gerne noch mal auf zwei sachliche Fragen eingehen bezüglich der 6 weiteren bilateralen Verträge, die in diesen bilateralen Eins drin sind. Und von Ralf Müller noch mal gerne hören, wie wichtig die technischen Handelshemmnisse für ihn und sein Unternehmen sind. Hans Wicke jetzt vorher auch antönt, die Qualität der Produkte, die einfach durch die technischen Handelshemmnisse
anerkannt werden, die wir früher nicht hatten, wie wichtig das ist. Und von den Gegnern, also von Peter Keller und Monika Rüger, möchte ich gerne wissen, ob ihnen überhaupt bewusst ist, was die guten Klauseln bedeuten. Also sie sagen ja, sie wollen auch eine Wirtschaftspartei werden, dass dann nachher alle anderen Verträge auch gekündigt werden. Gut, wir haben jetzt, glaube, zwei Teile. Der erste Teil ist Ralf Müller. Es geht um das Abkommen, das in diesem Paket bilaterale 1 drinsteckt, über die technischen Handelshemmnisse. Ja, also ich glaube, da ist einer der wichtigsten Punkte, sind wirklich die bereits genannten Zertifizierungen. Also für uns ist das sehr wichtig, wenn wir uns im Europaraum bewegen, dass wir respektive unsere Produkte auch die nötigen Zertifikate haben. Und da haben wir als Schweizer Standort absolute Akzeptanz und auch kein Problem. Also das ist eins von diesen Themen. Ein anderes Thema ist natürlich Güterverkehr, Zollabfertigung. Das ist bei uns etwas, das total vernetzt ist im System, wo wir sehr einfach handhaben können. Wir haben ja einen riesen Teiletourismus, also Teile, die wir in Luzern machen, die veredelt werden in Tschechien und wieder zurückkommen in die Schweiz. Wenn man sich fragt, ist es so, gibt es auch Gründe dazu? Das ist natürlich etwas, was uns extrem hilft, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen haben. Und nicht zuletzt Flugverkehr. Ich glaube, ein Thema, das wir in den letzten Wochen viel davon gehört haben. Ich glaube, wenn man die Karte Zürich-Lotte würde zu den Händen ausgeben, wir müssten wahrscheinlich recht kämpfen, dass wir im Europaraum wieder so einen Zutritt hätten auf all die verschiedenen Standorte. Und das ist... Das ist für uns extrem wichtig. Also es geht um das Landrecht, oder? Landrecht, ja. Genau. Ja. Dann ist der zweite Teil von der Frage, ist an Sie beide gerichtet gewesen. Peter Keller, sind Sie sich bewusst, was die Klauseln überhaupt bedeuten, beziehungsweise das Risiko, das eben drin steckt, wenn die Abkommen alle flöten gehen? Ich bin Historiker, Guillotine ist mir ein Begriff. Aus der Französischen Revolution ist sogar als Fortschritt damals taxiert wurde, weil es relativ schnell und schmerzlos geht, dass der Kopf ab ist. ob das wirklich... Das gibt eine gute Schlagzeile. Ja. Ich meine, kein Mensch, der betrost ist, würde seinen Ehevertrag mit der Guillotine-Klausel verknüpfen, mit der Mietwohnung, mit dem Arbeitsvertrag usw. Also das ist natürlich eine seltsame Konstruktion an und für sich. Das andere ist, also vor bilateralen Eis vor 2003 war also die Schweiz nicht in Sahelzone und hat nicht können Produkte exportieren oder importieren. Also da wird natürlich wieder die üblichen Angstszenarien aufgebaut. Aber es ist so, dass die technische Handelshemmnisse ist sicher ein Vorteil. Gilt ist aber immer auch reziprok, also das gilt ja auch für den europäischen Markt. Schweizer Firmen exportieren in der ganzen Welt. Wir müssen nicht mit China ein Personenfreizügigkeitsabkommen haben, mit einer anderen Stadt, dass man Handel treiben kann. Grundlage, das hat auch Frau Bundesrätin Keller-Sutter gesagt, Grundlage unserer Handelsbeziehung mit der EU ist das Freihandelsabkommen von 1972. Sie haben die Zeit geschildert von den 60er Jahren. Dort ist natürlich die ganz grosse Migrationswelle und mit den entsprechenden Problemen. Und dann hat es aber einen grossen Unterschied gegeben. Es hat die Überfremdungsinitiative gehabt, James Schwarzenbach und so weiter. Dann hat es aber einen grossen Unterschied gegeben zu heute, nämlich Gewerkschaften, Bundesrat, sogar die Wirtschaftsverbände haben gesagt, wir müssen da eine Korrektur reinbringen. Und dann hat man das A gemacht mit der Klärung vom Freihandel und B eben mit einem Zuwanderungssystem, das basiert hat auf Kontingent. Und auf Höchstzahlen, was dazu geführt hat, dass man das in den Griff bekommen hat. Konjunkturabhängig, sogar mit Abwanderung in der Rezession Mitte 70er Jahre, sind also die Ausländerzahlen sogar tiefer geworden. Von dem sind wir natürlich weit entfernt heute. Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen? Stichwort Kontingentsystem, wo man bis 2007 habe ich im Kopf hatte. Ist das noch realistisch in der heutigen Zeit, das Kontingentsystem? Es hat sich doch einiges schnell entwickelt in der globalen Vernetzung der Wirtschaft, Abhängigkeiten sind viel grösser geworden. Kann man da zu dem alten Zopf überhaupt zurückkehren? Ja, alter Zopf, ich meine,
Sie haben verschiedene Fragen gestellt, wie man eine Zuwanderung will steuern. Und Sie haben Milton Friedman zitiert, der gesagt hat, die Vereinbarkeit von einem so einem ausgebauten Sozialstaat, wie wir es haben, und einer totalen Freizügigkeit bei der Zuwanderung, ist eigentlich nicht gegeben. Wenn man andere Länder anschaut, die klassische Zuwanderungsländer sind, dort gibt's halt, es gibt brauchbare, sehr erfolgreiche Systeme mit Qualifizierung, mit Punkten und so weiter, man muss mitbringen. Also, das ist nicht ein alter Zapf. Also, man sieht, das sind Länder, die eine grosse Migrationserfahrung haben und die erfolgreich eigentlich managen. Also, das, und die Schweiz auch erfolgreich gehandhabt hat. Also, es ist tatsächlich sicher komplizierter als das heutige System. Das schreitet niemand ab. Aber wenn man das Gesamtbild anschaut, was die Zuwanderung eben bedeutet, ist es etwas, das wir in Kauf nehmen müssen. Gut. Bevor wir mit Blick auf die Uhr in die Zielgerade einbeugen, nehmen wir noch eine Frage mit. Es darf auch eine Bundesrätin sein, sonst. Sie steht auch allenfalls noch zur Verfügung. Und sonst ist sicher auch noch Zeit beim Apero zum Fragen stellen und zum Diskutieren. Wem dürfen wir noch das Wort geben? Dahinter melden sich noch Leute. Ja, ich bin Historiker, Kanton Schönalpen Keller. Ich habe eine gewisse Binnenmigration gemacht. Ich bin in die Innerschweiz gekommen. Sie haben die Binnenmigration in die andere Richtung gemacht. Ich hätte gerne beide Seiten gefragt. Wir hören jetzt immer, die Ausländerinnen und Ausländer müssen eigentlich dankbar sein, dass sie da sind. Stellen Sie sich doch vor, wir würden noch so essen in Nidwalden, in Obwalden, ohne die Ausländer. Mich nimmt es auch wunder jetzt auf der Seite von Ihnen, die eigentlich das Unternehmen vertreten. Wir müssen doch eingestehen, dass wir unter dem Strich durch die Einwanderung einen enormen Bonus gehabt haben. Bitte, müssen wir nicht auch sagen, die Ausländerinnen und Ausländer, die zu uns gekommen sind, in all die Jahren, die haben uns enorm weitergebracht. Oder ja, bin ich da fantastisch? Also Bonus im kulturellen Sinn, im soziokulturellen? Kulturell, wirtschaftlich, ja, Wirtschaft, elementar. Ja. Stell dir vor, wir würden noch immer rumlaufen, wenn wir da etwa die noch sehen, wie der Herr Keller beispielsweise auftritt, wenn er eine Wahl gewonnen hat. Einfach noch, nur schon wie wir äußerlich daherkommen, müssen wir doch sagen, jeder Beziehung ist doch das Geschäft Migration. Schauen Sie an, wie wir in Schulklassen haben. Wir müssen doch sagen, das ist ein unglaubliches Bonusgeschäft. Ja. Gut, zur Beruhigung, nur zur Beruhigung, ich habe Nidwaldner Tracht an, weil der Wahlsonntag in Nidwalden immer auf die Elbenkilbe in Stans trifft. Und unser Jodelclub, wo ich Mitglied bin, übrigens länger als in der Politik, an dem Tag, an dem man die Jodelmesse singen darf, einfach, dass sie es historisch einordnen können. Also ich denke, Sie sprechen jetzt sehr wichtigen Punkt an. Also, es ist natürlich heute noch so, oder? Wenn wir in einem jungen sogenannten High Potential die Chance geben, ins Ausland können zu gehen, dann ist es zuerst noch Blasmusik und noch der Verein und Schützenverein und so weiter, wo uns halt Leute mit einem Migrationshintergrund dann eher auch eine höhere Bereitschaft da ist, die sich einfach gewöhnt sind, in verschiedenen Kulturen zu bewegen, wo auch nicht zum Vornherein irgendwie eine Barriere da ist, sondern man das wirklich noch als Chance anschaut. Und ich kann das für unsere Unternehmung wirklich nur positiv werden. Also wir haben eigentlich Luzern viel offener gemacht, oder? Und unsere Außenstandorte sind viel näher, durch das, was sie vorher gesehen sind. Sie können sich vorstellen, wir haben Leute in unserem Unternehmen, die haben zum Beispiel einen tschechischen Hintergrund. Nach der Grenzöffnung 1990 sind die damals noch zum Herrn Schurter gegangen und haben gesagt, ich will jetzt heim und will für die Firma Schurter einen Standort aufbauen. Oder? Also man denkt in andere Dimensionen durch das. Und schlussendlich ist für uns als Unternehmen extrem wichtig, dass wir nicht das Dorf anschauen, sondern wir müssen all die Städte anschauen und alles rundherum und uns öffnen. Aber vielleicht, dass wir jetzt nicht nur in die Multikulti-Romantik verfallen. Nein, überhaupt nicht. Es gibt auch Ängste durch das. Das ist ja so. Aber wir müssen uns schon, oder ehrlich gesagt, dem Ausländer muss dankbar sein, oder? Muss ich schon sagen, nein, der Schweizer muss dankbar sein. Das sind wir aber schon in den 70er Jahren, wo die näher umliegenden Länder uns fremd, also
Arbeiter geschickt haben. Weil der Schweizer will auch gewisse Arbeiten gar nicht mehr machen, schon seit auch langer Zeit. Oder? Das ist nicht eine heutige Zeiterscheinung. Und es gibt, wir haben natürlich uns auch entwickelt, in dem Sinn, wir haben mal die intelligente Schweiz gehabt, politisch, oder? Jetzt so ein Konzept gehabt, die intelligente Schweiz. Die hat dann einfach dazu geführt, dass kein Schweizer mehr geht, Lastwagen fahren, weil für die Lastwagenchauffeurprüfung hast du nicht dürfen mit Niveau A im abschließen, oder? Und viele Schweizer wollen natürlich auch in einem guten Bildungsstand sein und die haben sich dann Mühe gegeben und sehen nachher andere Opportunitäten. Oder? Dann fehlt nachher da wieder etwas und hier wieder etwas. Und ich habe es gesagt, wir haben im Gesundheitswesen haben wir ein grösseres Problem mit der Weiterbildung, oder? Mit den Nachzügern. Es fährt jetzt ein bisschen besser an zu werden im Bereich von der Pflege. Oder? Also dort kommt es langsam so ein bisschen Dynamik rein. Aber grundsätzlich müssen wir uns bewusst sein, durch die Chance, die uns geboten worden ist, durch einen grösseren Markt auch mehr können absetzen und unsere innovativen Fähigkeiten, da hat es einfach unweigerlich mehr Leute gebraucht. Und zwar nicht nur in der Produktion, sondern in der Konstruktion. Es hat überall in der Logistik gebraucht. Und die Leute hast du gar nicht können rekrutieren. Und glücklicherweise haben wir sie können im Ausland rekrutieren. Und wir sind dankbar dafür, weil da haben wir nämlich eine tiefe Arbeitslosigkeit in der ganzen Schweiz. Wir haben uns den ganzen Wohlstand können finanzieren, wo wir da sind. Auch das Gebäude gehört zu diesen Wohlstandsobjekten. Oder? Da muss ich sagen, das ist super und wir sind auf einem höheren Niveau und jammern auf einem höheren Niveau. Okay. Gut, danke vielmals in dieser Runde für das engagierte Diskutieren. Sie dürfen den Platz nehmen. Ich darf die Schlussrunde einläuten und darf Ihnen Andrea Gmür ansagen. Vorstandsmitglied von der IHZ auch und Ständerätin CVP vom Kanton Luzern. Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren, wir haben heute Abend eine sehr kontroverse Debatte dürfen hören. Begrenzungsinitiative, End- oder Fortsetzung vom bilateralen Weg. Ich hoffe, Sie alle haben hier eine klare Antwort jetzt heute Abend können fassen, wenn für Sie, sage ich jetzt, ein Nein nicht schon von Anfang an klar war. Ich glaube, wir alle sind uns einig. Wir sind auch schon im Zug unterwegs gewesen und haben das Gefühl gehabt, es hat viel zu viele Leute. Oder auf der Autobahn oder in der Stadt viel zu viel Verkehr. Und wir regen uns manchmal auf, dass schon wieder ein Haus oder ein Hochhaus gebaut wird oder ein Haus höher gebaut wird. Und das stört uns. Dass das aber auch damit zu tun hat, dass unsere Mobilität sowohl im Individualverkehr als eben auch im ÖV massiv zugenommen hat in den letzten Jahren, da vergessen wir dann etwa wieder, dass es eben auch damit zu tun hat, dass wir heute viel mehr Raum, viel mehr Quadratmeter für uns selber in Anspruch nehmen als noch vor 2-3 Jahrzehnten. Das tun wir dann auch sehr gerne ausblenden. Der Herr Keller hat gesagt, er hat von der Bildung geredet, von der PISA-Studie. Und da bin ich mit ihm absolut einig. Was Primarschulstufen anbelangt, da habe ich auch etwa den Eindruck, dass wir wieder ein bisschen Nachholbedarf hätten. Frau Rüger hat gesagt, Zuwanderung haben wir immer gehabt, absolut richtig. Und in den letzten paar Jahren hat sie abgenommen. Es ist nicht so, dass die Zuwanderung wächst. Der Herr Müller hat von den Schurter in Mendrisio geredet. Es sind, wenn ich mich richtig erinnere, 82 Grenzgänger, die Sie anstellen im Tessin bei etwa 105 Mitarbeitern. Ganz klar, ohne Personenfreizügigkeit, ohne Möglichkeiten, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch der Herr Wicki hat von der Bildung geredet. Und da, glaube ich, müssen wir gerade auch einmal wieder ins Feld führen. Wenn ich hier in die Runde schaue, es hat sehr viele junge Leute. Sie alle profitieren enorm eben von der Personenfreizügigkeit, auch mit all diesen Möglichkeiten im Ausland zu studieren. Auch die Universitäten, unsere Bildungsinstitutionen sind massiv darauf angewiesen und hoffen jetzt auf ein ganz klares Nein, damit eben auch all die Forschungsabkommen weiterhin können problemlos abgeschlossen werden und das als perfekt funktioniert. Vielleicht haben Sie heute schon davon gehört, dass die neueste Umfrage erschienen ist. Es sieht sehr gut aus für Begrenzungsinitiativen. Momentan sagen 65% der Leute Nein. 33% sagen Ja.
2% sind offenbar noch unentschieden. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht, aber es freut uns sehr, wenn wir allenfalls nachher die 2% Unentschiedenen noch von einem Nein überzeugen können oder die 35%, die Ja sagen von einem Nein. Wir haben da gleich noch gewisse Möglichkeiten. Ich darf jetzt im Namen von der IHZ und auch von der AWG allen voran unserer Bundesrätin, der Frau Karin Keller-Sutter, ganz herzlich danken für ihr überzeugendes Referat eben gegen die, ich sage jetzt nicht nur Begrenzungs-, sondern eben Kündigungsinitiative. Es freut mich auch speziell, dass unsere Bundesrätin erst gerade am 2. September hier zu Luzern war, auch schon bald wieder auf Luzern kommt. Und als ich stelle einfach fest, dass die Ostschweizerinnen gleich eine spezielle Affinität zu Luzern haben. Herzlich danken möchte ich auch unseren Pro-Referenten und auch den Gegnern der Initiative, wie Ihnen allen, die Sie da waren. Einmal mehr sehr bewährt hat sich der Moderator der Luzerner Zeitung, der Chefredakteur Jérôme Martineau. Auch ihm ein herzlichen Dank, wie auch der Medienpartnerschaft mit der Luzerner Zeitung. Dann herzlichen Dank auch allen unseren Partnern, den verschiedenen Gewerbeverbänden, Wirtschaftsverbänden aus der Region. Wenn Sie nochmal alle genau möchten nachlesen möchten, dann finden Sie es am Ende vom Programm von der Einladung von heute Abend. Wie gesagt, allen herzlichen Dank und auch Ihnen einen herzlichen Dank. Tun Sie unbedingt abstimmen am 27. September, am besten noch ein bisschen vorher. Ich erlaube mir selbstverständlich keine Abstimmungsparolen durchzugeben. Sie haben es gehört. Einmal Nein zur Begrenzungsinitiative, das reicht schon. Und sonst selbstverständlich sind Sie absolut frei. Danke und einen schönen Abend. Merci.